Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal hier an dem sonnigen, schönen Tag in Naboo unterwegs mit den Separatisten-Druiden. Und wir spielen mit dem Offizier, jawohl. Viele haben gesagt, ey, spiel doch mal wieder den Offizier, du spielst den immer nie. Hat ja auch seine Gründe, ich denke mal, das weiß man, da werde ich jetzt auch gar nichts groß drüber sagen. Und wir spielen mit der Blue Orc, die wurde sich auch mal gewünscht, dass ich doch mal auch wieder hier diese Waffe auspacke. Weil die letzte Zeit hatte ich dann, wenn ich denn mal den Offizier genommen hatte in Livestreams oder ähnlichen, immer die SE-44C dabei. Aber hey, gucken wir mal, wie gut es läuft hier mit dem guten alten Offizier. Ich bin guter Dinge, dass wir hier auch einen Helden kriegen. Vielleicht ja sogar einen 6000er Helden so. Das wäre auf jeden Fall eine ganz coole Kiste. Werden wir aber natürlich mit der Zeit jetzt hier... Oh, die Granate. Werden wir natürlich mit der Zeit jetzt hier halt sehen, ne? Da kommt auch schon der nächste von den Halunken. Oh, schon wieder eine Granate. Weg da. Oh, wow, 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 wow. Das wird ja immer knapper hier. Wird ja immer knapper hier. So. Der hat mich nicht gesehen. Gut. Habe ich Glück gehabt. Okay, da kommt auch schon der erste AT-RT. Den ballern wir mal ordentlich hier in die Seite, während der nicht auf mich achtet. Das sieht gut aus. Sehr gut, heute haben wir auch mal wieder so ein, ja, minimales Thema, glaube ich, dabei. Aber ich bin interessiert, was da eure Meinung ist. Denn das ist irgendwie auch wieder so eine Sache der... des Alters, habe ich den Eindruck. Also es ist immer nur mein Eindruck, ne? Also nehmt das jetzt hier irgendwie wieder mal... Muss ich ja vielleicht vorher wieder erwähnen. Nehmt das bitte nicht persönlich, ich will hier keinem auf die Füße treten oder sonst irgendwas. Aber ich finde es immer interessant, über sowas zu reden. Und zwar geht es so ein bisschen über Spoiler und Spoiler-Mentalität. Was meine ich damit? Also erstmal als Spoiler, ich denke mal, das dürfen die meisten wissen, wird im Allgemeinen so ein bisschen verstanden von wegen, dass man irgendwas verrät, was jetzt nicht unbedingt toll ist zu verraten. Ich werde jetzt als Beispiel hier immer Episode 1 anführen und da wäre jetzt zumindest meiner Definition nach ein Spoiler beispielsweise sowas wie, hey, ganz am Ende stirbt Qui-Gon Jinn und Darth Maul stirbt auch noch am Ende, der wird dann von Obi-Wan getötet. Das wäre jetzt ein Spoiler, würde ich sagen. Das sieht natürlich vielleicht jeder anders, was da genau ein Spoiler ist. Und darüber will ich halt auch so ein bisschen reden. Denn in meiner Kindheit, und da gab es dieses Wort Spoiler noch gar nicht, ich glaube, das kam halt auch irgendwie so ein bisschen auf mit dem Internet. Da könnt ihr auch gerne mal schreiben, was ihr dazu denkt. Aber wie gesagt, hört euch erstmal an, was ich so zu sagen habe. So. So, in meiner Kindheit war es nämlich so, dass es da das Wort Spoiler in so in der Form eigentlich auch gar nicht gab. Und eigentlich auch irgendwie hat man sich darüber nicht aufgeregt. Oder ich weiß nicht, darüber hat sich nie einer wirklich beschwert oder sowas in der Richtung. Dass man dann gesagt hätte, oh nee, oh, wo kommt denn der her? Steht er da einfach. Ah, und ich treffe gar nichts. Ich treffe gar nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, wir brauchen noch 1500 Punkte. Dann, ich nehme jetzt wieder als Beispiel, ne, Episode 1. Dann war es zum Beispiel so, dass dann da gesagt wurde, so von meinem Kumpel, ich habe Episode 1 beispielsweise noch nicht gesehen. Und dann geht man in die Schule und mein bester Kumpel kommt an und sagt, boah, hey, hast du schon den neuen Star Wars Film gesehen? Und dann sage ich natürlich, nee, habe ich noch nicht. Warum? Was ist denn los? Und dann so, wow, cool, da gibt es diesen neuen Typen, diesen Darth Maul. Und der hat nicht ein normales Lichtschwert, nee, der hat einfach so ein Doppelkring-Lichtschwert, wo auf beiden Seiten dann irgendwie das Lichtschwert rauskommt. Und dann wäre meine damalige Reaktion halt gewesen, wow, wie krass ist das denn, cool, den muss ich mir unbedingt anschauen, den Film. Das ist ja super geil, ey, das muss ich gesehen haben und hier und da und dies und das, ne. Also, dass man sich eher darauf freut, dass man eher so ein bisschen weiter gehypt darauf ist, dass man dann diesen Film sehen kann. Aber ich habe so den Eindruck, die heutige Reaktion von vielen Leuten wäre dann auch eher sowas wie, oh, warum spoilerst du mich jetzt, was soll das denn? Finde ich gar nicht cool und ich kann gerade einen Helden nehmen, deswegen mache ich einen Respawn. Was? Und wir nehmen Aiden, würde ich behaupten. Die haben wir schon länger nicht mehr so in der Folge gehabt, glaube ich. Deswegen, die gute Aiden wird ausgepackt. Und das finde ich dann irgendwie darum interessant, ne? Dass dann heutzutage irgendwie wirklich sehr viel als Spoiler abgestempelt wird und sofort abgestempelt wird von wegen, ah, du willst den Film mir vermiesen und du willst mir irgendwie Sachen vorwegnehmen, die ich selber gerne erkundet hätte, gesehen hätte oder sonst irgendwas. Also heute, es gibt viele Leute, und wie gesagt, ich will jetzt hier keinem auf die Füße treten oder sonst irgendwas. Es gibt viele Leute, die sind da sehr allergisch, reagieren da sehr allergisch irgendwie auf alle möglichen Arten von, ja, von irgendwelchen Aussagen über Filme. Es geht ja sogar so weit, dass man teilweise nicht mal mehr über Sachen was sagen darf, die im Trailer ganz offensichtlich sichtbar sind, weil die ja anscheinend ein Spoiler sind und so. Das finde ich tatsächlich sehr witzig. Ich persönlich habe eigentlich allgemein keine großen Probleme mit Spoilern, sofern mich der Film nicht extrem interessiert. Also beispielsweise jetzt Episode 7 wäre ich ungern gespoilert geworden, aber es wäre jetzt auch nicht ein Weltuntergang für mich gewesen. Ich denke mal, da haben auch einige von euch irgendwie Erfahrungen gemacht von wegen Episode 7, Episode 8, Episode hier Rogue One und Co. Ah, hinter mir ist jetzt auch noch einer. Da bin ich aber auch risikoreich hier reingerannt. Helfen mir, Panzer! Nice, guter Panzer, guter Panzer. So, dann ist natürlich auch so eine Sache, ne? Also jetzt zum Beispiel Venom. Das ist jetzt ein aktueller Kinofilm, ich werde jetzt nicht zu Venom sagen, ich habe den ja auch noch gar nicht gesehen. Von daher kann ich dazu auch nichts sagen. Aber da, wenn jetzt da zum Beispiel mir einer irgendwas spoilert, es wäre mir tatsächlich nicht allzu wichtig. Oder ich fände es nicht allzu schlimm, wenn ich da jetzt in irgendeiner Form gespoilert werden würde.
Das wäre mir eigentlich relativ wurscht, wie gesagt. Ist jetzt aber auch so ein bisschen der Stellenwert des Films, ne? Der ist da wahrscheinlich auch so ein bisschen wichtig dabei. Aber ihr könnt ja gerne mal mitteilen, wie ihr das Ganze seht, was Spoiler angeht. Seid ihr jemand, der sagt da so, oh, ich will eigentlich lieber gar nichts erfahren, weil irgendwie ich hab da ganz schlecht... Oh, scheiße. Der olle Wookie. Ich hab da ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit sowas, weil ich wurde schon ganz häufig durch irgendwie was Doofes gespoilert und deswegen habe ich mittlerweile so eine Null-Toleranz-Grenze erreicht, von wegen, ich will gar nichts mehr erfahren, weil lieber dann auf Nummer sicher gehen, ne, anstatt dann... im Endeffekt doch noch irgendwo irgendwas zu erfahren, was man vielleicht gar nicht erfahren hätte wollen. Oder sagt ihr dann auch eher so, ey, warum ist es denn eigentlich so? Gerade auch die Leute, die auch vielleicht so ein bisschen ohne dieses Internetzeitalter aufgewachsen sind. Wo sowas natürlich auch absichtlich von irgendwelchen Trollen irgendwo hingeschrieben wird, ne? Ich meine, wenn man jetzt hier irgendwie unter einem Venom, unter einem Venom-Trailer guckt, würde wahrscheinlich auch irgendwo irgendein Troll da was hinschreiben von wegen, haha, ihr Idioten, ich schreibe da jetzt erstmal... irgendwelche inhaltlichen Sachen rein, die halt man eigentlich nicht wissen möchte, ne? Also einfach, weil sie, keine Ahnung warum. Also jetzt fragen mich nicht, warum Leute rumtrollen. Das ist halt wieder ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, damals, ne, wenn man so in der Schule war und dann ist, also ich fand das immer eher so, dass man da richtig gehypt wurde drauf. Ne? Dass dann die Leute wirklich gesagt haben, boah geil, guck dir den unbedingt an. Das ist ein richtig geiler Film, du musst den sehen und hier und da und dies und das. Und dann passiert das und das und das. Also das war niemals irgendwie so... also auch jetzt beispielsweise Terminator 2 oder sowas, ne? Das war jetzt ein doofes Beispiel, weil... Warum kann ich das Schild nicht machen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil da war ich schon... Also, den konnte man mir eigentlich nicht spoilern, weil das kein aktueller Kinofilm war. Der war schon alt, so gesehen, als ich klein war. Aber beispielsweise, dass man dann da sowas sagt wie, ey, der Terminator kommt zurück und der hilft dann John Connor komischerweise. Und John Connor taucht auch wieder auf und... Oder taucht dann endlich mal auf. Und hier und das und als Kind ist er dann da und so. Und die Mutter muss dann halt auch wieder den Tag des jüngsten Gerichts so gesehen abwenden. Und hier und dies und das. Also das hätte ich dann auch eher so ein bisschen als Hypen auf den Film angesehen, als wirklich als böswilliger Spoiler oder als, keine Ahnung, also sowas in der Richtung. Ja, wie gesagt, schreibt da gerne mal eure Meinung rein. Würde mich interessieren, ich habe wirklich, wie gesagt, den Eindruck, dass das so... Aber warum ist denn der jetzt nicht gestorben? Und dieser scheiß Geschütze, ne? Warum ist der nicht gestorben? Das Sekundärfeuer ist direkt neben ihm explodiert. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Naja. Jetzt haben wir ordentlich Schaden kassiert, was echt nicht cool ist. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah. Diese blöden AT-ATs, die sind halt günstiger. Und jetzt spielt die jeder. Andauernd. Und die sind immer noch saumäßig gefährlich, gerade als Held. Die sind... Ja, das ist auch noch einer, ja. Will mich... Ah. Oh, was war das denn gerade, was vor mich gekippt ist? Alter. Also wirklich, auf die AT-ATs zu schießen, es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich ganz einfach nicht. Man hat es gerade richtig gut gesehen. Ich schieße da zwei volle Sniperladungen drauf. Der Typ lebt einfach immer noch, denn den juckt es gar nicht. Der sitzt da weiterhin. Nein, Bosky Boy. Ach, es tut mir leid, Bosky, ich war zu spät. Aber wer erwartet denn auch, dass hier so einer Rambazamba macht als Yoda und direkt in alle Gegner reinrennt? Aber kann ich mich da hochheilen? Ich glaube nämlich schon. Ja, kann ich. Nice, sehr gut. Ein bisschen hochgeheilt haben wir uns. Sehr, sehr schön. Gut, also wie gesagt, das wäre es eigentlich mit dem Thema soweit. Schreibt gerne mal eure Meinung rein, was ihr so zu Spoilern denkt, ob ihr dann sagt, so ey, wenn ich das jetzt mal so in Kategorien eingrenzen dürfte, wenn ich mal so frech sein darf, gibt es halt wie gesagt so Leute, die wollen absolut gar nichts gespoilert bekommen, ne? Das ist ja also auch, wie gesagt, ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr euch dazu zählt. Ich will jetzt hier keinen verurteilen. Wird ja auch bestimmt einen Grund haben. Ihr werdet ja nicht einfach so sagen, ich will absolut nichts zu irgendeinem Film hören, sondern ihr werdet ja dann auch, oh, das ist auch ein Held, ich will eigentlich gar nicht gegen die Helden kämpfen. Ah, jetzt habe ich so viel Schaden kassiert. Ach, ich hab nicht aufgepasst, dass da so ein Blöder an Solo war, hab ich nicht gemerkt. Hab ich wieder nicht gemerkt. Shit. Naja, also auf jeden Fall, ne, seid ihr in der Kategorie, die sagen, oh, ich will absolut nichts erfahren über irgendwelche Filme oder sonst irgendwas, seid ihr eher in dieser Kategorie von wegen, ah, ist mir eigentlich relativ egal, ich kann gerne auch irgendwas hören zu irgendwelchen Filmen, mir macht das nicht so aus, also darin, da würde ich mich persönlich halt auch einschätzen irgendwie. Oder sagt ihr dann eher, ist so ein Mittelding irgendwie, wenn mich der Film extrem brennend interessiert, oder darunter würde ich mich vielleicht auch eher einsortieren, wenn mich der Film extrem brennend interessiert, ist mir das schon wichtig, aber wenn es jetzt irgendwie so ein Film ist, wo ich sage, ja, den gucke ich mir gerne mal an, den will ich auch angucken, also was wie bei mir jetzt Venom, ne, den will ich mir noch angucken, aber mich würde es jetzt auch nicht übertrieben aufregen oder mich würde es eigentlich auch fast gar nicht stören, wenn darüber jetzt irgendwas, ich darüber jetzt irgendwas erfahren würde. So, ich mache zwar Hitmarker, aber naja. Und ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, was ihr davon oder woran macht ihr das fest oder was denkt ihr, woran das liegt vielleicht auch, ne? Also das ist ja auch alles ganz interessant. Hat ja auch meistens einen Grund. Oder was heißt meistens? Eigentlich ja fast immer einen Grund. Wäre ja sinnlos, wenn irgendwie Leute einfach so handeln, ohne irgendwie einen Grund zu haben.
Und daher würde mich das auch mal interessieren. Was denkt ihr, woran das liegt, dass das so sich so entwickelt hat? Weil wie gesagt, ist auch vielleicht auch einfach nur im Kindesalter. Das kann auch sein, dass es gar nicht an der Zeit liegt. Sondern vielleicht sagt ihr so, auch als Kind habe ich mich auch nicht dafür. War auch nicht so schlimm für mich. Aber jetzt irgendwie, wo ich dann jetzt so 15, 16, 17, keine Ahnung, 14, 13, was auch immer, oder von mir so 30 geworden bin, seitdem denke ich dann, nee, finde ich uncool, dass man irgendwie was zu den Filmen sagt. Kann ja alles sein, ne? Kann ja alles sein. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Ich fand das mal ein interessantes Thema, darüber zu reden, weil das fällt mir halt auch... Oh, der Wookie, der schießt hier immer nur auf mich. Weil das fand ich auch ein interessantes Thema, weil... ja, das fällt mir auch immer auf, gerade hier so als bei YouTube, ne? Dann darfst du ja teilweise auch oder musst ja auch teilweise gucken, was erzählst du so zu den aktuellen Filmen oder wann ist ein Film nicht mehr aktuell, ne? Da muss ich ja gerade aufpassen. Oh mein... Nein, 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 nein! Ah, oh, wo kam denn der her? Ich dachte, das hätten wir eingenommen. Hat er nice gemacht, muss man ihm lassen. Blödes überladenes Wachgeschütz, da kann ich nichts machen mit Aiden. Da kann ich nichts machen mit Aiden. Die ist dann weg vom Fenster, wenn sie dann einmal von der Seite da weggeholt wird. Aber ich habe ehrlich gesagt, guck mal, ich dachte, der Raum wäre eingenommen. Da waren auch super viele Friends von mir an der Stelle. Deswegen hätte ich nie erwartet, dass mich da einer abschießt. Da stand auch ein Teammate direkt vor dem an der Tür. Der hat den bloß nicht gekriegt so schnell. Aber hey, was willst du tun? Was wollte ich denn vorher sagen? Also da muss man auf jeden Fall, in meiner Position muss ich da ja auch schon total aufpassen, von wegen, ey, Star Wars, hier, Han Solo, der Han Solo-Film ist ja gerade mal so bald ein halbes Jahr raus, darüber darfst du doch noch nicht reden, der ist doch gerade mal ein halbes Jahr draußen, wenn man sich den noch angucken will, obwohl ich das immer komisch finde, weil wie gesagt, wenn es einen Film gibt, ne, wie jetzt in meinem Fall Star Wars 7, Star Wars 8, Han Solo, Rogue One oder sowas in der Richtung. Wo ich dann sage, Alter, ich bin da mieser Fan von und ich will den unbedingt sehen, ohne dass ich jetzt von irgendeinem eigentlich dummen Internet-Troll, wie gesagt, ne, der dann sowas sagen würde, wie Darth Maul stirbt am Ende von Episode 1 oder Qui-Gon Jinn stirbt am Ende von Episode 1, ohne dass ich von sowas gespoilert werde, dann würde ich mich halt aber auch relativ bemühen, da recht früh reinzukommen, oder? Also irgendwie ein halbes Jahr später zu sagen, so, ey, warum spoilerst du mir jetzt ein halbes Jahr alten Film? Ich weiß nicht. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich werde es natürlich trotzdem berücksichtigen. Oder ich berücksichtige es trotzdem, aber... Oh, der arme Meister Yoda, wie der hier vermöbelt wird von allen. Das war's, da war ein Imploder. Shit. Dummer Imploder, dummer Imploder. Na gut, wieder reinspawnen hier. Darth Vader. Mein Teammate. Okay, der da spawnt auch gerade ganz hinten neu. Dann spawnen wir auch hinten neu. 49. Schade, wir wären mit der Aiden ein bisschen länger am Leben geblieben nur. Aber da waren auch so Sachen dabei, wo ich dann irgendwie wieder so... Also dieser eine Typ mit seinem Geschütz, ne, der hat mich richtig aufgeregt, dass ich da so richtig dick Schaden kassiert habe, ohne dass ich auch irgendwas machen konnte dafür. So. Das war ein bisschen überambitioniert von ihr. Alter, wie viele Wookies hier schon wieder rumgammeln, ne? Ja, das wird mein Tod sein, ich weiß es. Der muss mich einmal treffen, ich bin weg. Oh, diese Wookies, überall sind sie und die machen so viel Schaden, da muss man, das ist auch verrückt, ne? Da ist eine Rey, da renne ich offensiv drauf zu, werfe die Blendgranate ins Gesicht, denke mir so, haha, Rey, was will die machen? Die hat ja eh keine Chance, da rolle ich mich halt zwei, dreimal durch die Gegend und die hat Probleme, mich zu treffen, während alle meine Teammates auf die drauf schießen. Und so ein Wookie, da muss ich Angst haben, also, ja, das ist halt echt merkwürdig, ne? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wie gesagt, das war es eigentlich sowieso mit dem ganzen Spoiler-Reno-Thema. Bin ja mal gespannt, was ihr da so zu schreiben habt. Ich denke mal, wir gewinnen das hier eh relativ bald. Das sieht mir zumindest so aus. So, komm, drehen wir uns mal ganz kurz hier in die Friends rein. Wo liegt die Granate? Wo liegt die Granate? Okay. So, das Ding sieht man nur noch ganz selten, das Ionengeschütz. Genauso wie ich erwartet hatte. Seit die das Ionengeschütz kaputt gemacht haben, also nun, das ist wirklich nur noch auf... Oh, wir dürfen nochmal einen Helden nehmen. Das ist wirklich nur noch... Dann nehmen wir mal Boba. Das ist wirklich nur noch auf Fahrzeuge schießt. Seitdem ist das Ding einfach nicht mehr vorhanden. Das spielt keiner mehr. Oder spielt ihr das noch? Könnt ihr auch gerne mal schreiben, ob ihr das noch spielt. Gut, auf manchen Maps, ne? So Starkiller Base, Crate oder sowas. Da kann ich es verstehen, wenn man das da noch hinstellt. Aber ich finde, die Dinger sind ziemlich nutzlos geworden. Oh, der schießt mich schon wieder. Ey, mein Gott, diese Wookie. Ich werde jetzt den sowas von in die Luft jagen. Ah, diese Wookies. Da kann man sich doch nur drüber aufregen. Besser als jeder Held, ey. Da ist schon wieder so ein normaler Stinke-Wookie. Nee, das ist Chewbacca. Besser als jeder verdammte Held. Nein, Han Solo macht das nicht. Ah, das ist gar nicht Han Solo. Boah. Nein, wirst du nicht. Genug ist genug. Das war dein letzter. Meine Freunde. Na, wie der mir hinterhergeiert, ne? So, manche Leute. Ja.
Jedi Knight, was denn los mit dir? Was denn los mit dir? Warum musstest du mich jetzt unbedingt zu jagen gehen? Hast du deinen Helden verballert? Ich mach es schnell. Nur weil du mir bis zum Spawn hinterher rennst. Ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, wir nehmen das ein bisschen schneller hier ein. Deswegen habe ich Boba genommen. Ich hätte jetzt Boba natürlich nicht in dieser Phase genommen, sondern habe gedacht, ah, wir haben eh gleich gewonnen. Dann nehme ich halt kurz den Bobster. Weil der gute alte Boba halt hier an der Phase natürlich eigentlich Quatsch ist, ne? Ich glaube, jetzt gehe ich auch drauf. Ah, nee. Ich habe da gerade an so einem Tisch festgehangen, deswegen dachte ich, der Typ erschießt mich, der vor mir ist. Also wie gesagt, guckt euch da nicht ab, dass man da Boba spielt. Das ist Quatsch in diesem Thronsaal. Ich habe nur gedacht, ey, das haben wir eh gleich gewonnen. Von daher, naja. Hat er alles gut hingehauen. 61 Kills hat man, glaube ich, oder Eliminierungen. Oscar. Der gute Oscar macht die Merkel-Pose. Ja, die umgekehrte Merkel-Pose, ne? Nach oben irgendwie. Die Mr. Burns-Pose wohl eher. Gut, gucken wir nochmal hier auf den Punktestand. 24.000 Punkte. Ah, nice, da waren wir aber ordentlich weit vorne. Nice, nice, nice. Cool, war eine gute Runde. Schreibt gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Dann war es auch wieder mit diesem Part von Star Wars Battlefront 2. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.